Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends News Update. Es herrscht ein wenig Verwirrung um den Release des Fight Night Events, was die Uhrzeit und den Tag in Deutschland betrifft. Das wurde jetzt geändert. Eigentlich sollte es morgen früh um 5 Uhr morgens am Mittwoch losgehen. Das wurde jetzt geändert, Gott sei Dank. Die genaue Uhrzeit für heute am Dienstag nenne ich euch gleich. Ein ganz kurzer Shoutout in eigener Sache. In letzter Zeit laufen meine Apex News wieder richtig, richtig gut, weil es wieder mehr zu berichten gibt. 43,6% der Nutzer ohne Abos sind unterwegs, die regelmäßig einschalten, Bock auf Apex News haben, aber noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mich wirklich mega supporten, wenn ihr für euch oder wenn ihr für mich auf den Abo-Button klickt. Das ist für euch absolut kostenlos und es wären einfach mal theoretisch ca. 1600 Abonnenten, die ich dazu kriegen könnte. Das wäre wirklich eine mega, mega fette Sache. Das war's in eigener Sache. Wie gesagt, das wäre wirklich mega geil, wenn ihr auf den Abo-Button klickt. Und jetzt zur aktuellen Zeit. Es ist wieder die Standard 19 Uhr Dienstagszeit. Ich weiß nicht, warum in den letzten Monaten allgemein bei Respawn, bei EA so ein Durcheinander herrscht. Wir hatten jetzt vor kurzem erst eine Season, war es Season 6 oder Season 5, die einfach mal an einem Dienstagmorgen. Nee, es war sogar Montag. War es nicht so? Irgendwie, naja, ihr wisst, was ich meine. In den letzten Zeiten oder in den letzten Monaten waren immer irgendwelche Updates und Events auf einmal zu völlig anderen Zeiten, als wie wir es zum Release von Apex Legends gewohnt waren. Immer an einem Dienstag, 19 Uhr war es bei uns soweit. Und Gott sei Dank haben sich wohl scheinbar eine Menge Leute gerade auch in Europa darüber aufgeregt, weil es teilweise, naja, mitten am Morgen, 5 Uhr, 4 Uhr am Morgen ist, um so ein Event zu starten. Und deswegen hat wahrscheinlich EA jetzt zurückgerudert und hat die alten Update-Zeiten wieder eingeführt. Und ich hoffe, dass das jetzt beibehalten wird. Das war's schon wieder von mir. Wie gesagt, Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr regelmäßig auf den neuesten Stand in Sachen Apex Legends gehalten werden wollt. Das war's jetzt von mir und ich wünsche euch einen wahnsinnig geilen Start in das Event. Hoffentlich so problemfrei wie möglich. Und für mich gibt es das Event erst Mittwoch. Da gibt es einen Livestream im Laufe des Tages auf Twitch. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.